Hallo, hallo. Ja, genau. Also, wir sind Piper and True. Wir spielen heute für euch ein paar unserer Lieder. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Und das erste Lied, das heißt Lady in White. You said you didn't mean harm, but in spite of what you said, I'm bleeding out. Hang my head here on the floor. No matter what you do to me, no matter how you treat me, I'll be wanting more. You're the one that I adore. Best things of our life won't carry me this far. Hang me from the ceiling top, come break my legs and teach me how to swim. Hold my head on a silver blade. Lock me up inside a bag and throw me off the mountain top and watch. Watch me wallow in the lakes. Best things of our life. Bury me tonight, but I left you in a corner of my mind. Best things of our life won't carry me this far. Who we are is who we are. Let me look inside my head before I lose myself to reason. Am I sick? It's been eating at my face. Every time I look around, it's you I see. You sweep me off my feet. Now I'm a sucker for your taste. Best things of our life won't carry me this far. Who we are is who we are. Best things of our life bury me tonight, but I. You in a corner of my mind. Danke sehr, danke sehr. Okay. Hallo. Hey, hallo, hoffe danke. Es geht dir gut. Danke fürs Zusehen. Ja, ja, ja. Klar. Überhaupt. Nein. Wir sind immer genau das. Ja, ja. Ja, da ist nicht so viel Druck, finde ich. Ja. Ja, gern. Also wir haben. Nee, wir machen beides, also Deutsch, Englisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob der eine Zuschauer Englisch oder Deutsch kann. Lass einfach Deutsch machen und dann, wenn dann können wir, ja, ist egal. Genau, also wir sind ja Brüder, wir sind zusammen aufgewachsen natürlich. Und deswegen haben wir halt schon sehr klein irgendwie mit Musik angefangen, beziehungsweise er hat dann irgendwie Gitarre gespielt.
Ich habe dann am Anfang noch was ganz anderes gemacht. Ich war irgendwie so Saxophonspieler. Dann habe ich irgendwann mit dem Saxophon aufgehört und ja, dann haben wir angefangen, unsere ersten Lieder zu schreiben. Haben uns dann zusammengefunden. Wir hatten so eine kleine Band, als wir noch halt Teenager waren. Und damit hat es halt angefangen. Wir haben halt Covers gespielt von den Beatles, The Who und so weiter. Und dann ist es halt, haben wir uns lange Zeit nicht gesehen, weil er ist dann nach Irland gezogen, ja? Hat da studiert und deswegen bin ich halt in Italien halt zurückgeblieben. Wir sind aus Italien übrigens, also ursprünglich. Haben wir uns lange Zeit nicht gesehen, haben wir gesagt, ja, lass uns irgendwann mal wieder zusammenkommen und ein Projekt starten. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich in Berlin wiedergefunden. Ja, ne? Genau, und so hat es angefangen. Und jetzt sind wir schon 2 Jahre hier, glaube ich. Ein bisschen gespielt, haben unser kleines Studio zu Hause irgendwie aufgebaut, haben ein paar Lieder aufgenommen selber schon und genau, eins ist schon draußen und das andere werden wir jetzt in den nächsten Tagen veröffentlichen. Nee, noch keine CD. CD, wir sind aber auf Spotify. Wir haben eine Single auf Spotify jetzt. Das stimmt. Ja. Für Freunde und Familie und so. Genau. Ja, gerne. Ja. Nice. Gut. Ja, wir werden dir auf jeden Fall eine, für dich auf jeden Fall eine CD brennen. Das machen wir. Bestimmt, also das wird bestimmt so sein. Ja, also ich glaube, das war eigentlich alles, das ist so ungefähr die ganze Geschichte. Ja, ich habe auch viel zu lange geredet eigentlich. Ja, ist ja toll, weil es ist ja nicht so, dass zwei Brüder Musik machen. Das finde ich schön. Also ich habe auch ein paar, weil das ist dann schon auch schön, wenn man draußen hört. Ja. Es funktioniert. Also sie hatten schon immer den gleichen Musikgeschmack. Das hilft. Und ich glaube, wir hatten auch immer so ungefähr die gleichen Ideen, was Musik angeht, wie man Musik spielen sollte, wie wir Musik machen und die Musik, die wir machen wollen. Weil wir irgendwie so ungefähr, genau, hatten immer die gleiche Meinung. Und ja, es funktioniert eben. Also, genau. Es gibt manchmal auch Streit, logischerweise. Ja, das ist normal. Ohne Streit geht nichts. Das ist so. Okay, wollen wir weitermachen? Den nächsten Song würde ich sagen, Andan. Andan, genau. Das ist dieser Song, der jetzt hoffentlich sehr bald rauskommen wird. Der heißt Andan. Have crossed the ways of the undone, and we go down, 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 down. The only way we stand our ground, round, round, when there's no way to escape. You see, life. When the lights come on, you're lonely in the room, and you always thought there would be a few.
desperation has a price to pay, you know. Someone stranger in the eyes of everyone that come and go. And we go down, 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 down. The only way we stand our ground. Round, crown, when there's no way to escape. You see. When the lights come on, you're lonely in the room. And you always thought there would be a for you. Desperation has a price to pay, you know. Someone stranger in the eyes of everyone. Come and go, and we go down, 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 down. Someone stranger in the eyes of everyone. Come and go, and we go down. Danke, danke. Also. Das war Andan. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Piper and True? Ja, also das war tatsächlich... Wir hatten einen anderen Namen damals, vor ein paar Jahren. Wir hießen D-Tuned. Aber der Name war nie wirklich. Also wir mochten den Namen nie wirklich. Und dann gab es so eine Kneipe, wo wir normalerweise so abends, also am Wochenende, hingegangen sind und getrunken haben. Und die hatten so ein Craft Beer von dieser Brauerei. Und das hieß irgendwie Wiper and True. Ja, ich weiß und nicht, wir ob wir Werbung für machen können. Es also ist sowieso ganz unbekannt, glaube ich. So eine ganz kleine Biermarke aus England. Ich kann das auch rausschneiden. Genau, hey. Ja, ja. Genau. Wahrscheinlich kriegen wir noch Geld dafür. Und ja, ich weiß nicht, der Name war irgendwie cool. Und wir haben gesagt, hey, das ist ein geiler Name für eine Band. Und ja, haben wir gesagt, ja, lass mal sowas ähnliches machen. Ja. Und dann haben wir Piper benutzt und Piper war so, im Hinterkopf war auch so eine Hommage an The Piper at the Gates of Dawn, was ein Pink Floyd Album ist. Also ein das erste Pink Floyd Album mit Syd Barrett, also damals Sänger der Pink Floyd. Der war schon lustig drauf. Genau. Und ja, ja, ja. Und ja, dann haben wir gesagt, hey, wir sind zwei. Der Name irgendwie so und so, also whatever, Andy and Dan, Piper and True. Ja. Funktioniert. Und ja, das ist kein schlechter Name. Ja, auf jeden Fall, ich kann dabei bleiben, weil ich habe den Namen auch geschickt. Ja, ist ja gut, dann ist sofort. Gut. Ja. Oh ja. Dann finde ich das plötzlich ganz toll, ja. Aber der Name ist von vornherein schon gut, weil einfach so ein Einstellungsmerkmal ist. Ich habe vorhin erzählt, dass ich so auch Tipps gebe, ne? Also super. Ja. Ja, wir fanden den Namen auch schon, weil es halt irgendwie eigenartiger Name ist dann am Ende und man würde halt nicht so drauf kommen, ja? Also es sei denn vom Zufall. Ja, so ein bisschen klanglich fanden wir ihn auch cool. Also so. Der nächste Song heißt If You Want. Mm-hmm.
cast out at sea, caught between the lines. Swinging our trees, about to lose my mind. Maybe it's you, maybe these drugs I've been away for days. Still yet I'd still see your face. I can't give back the time. If you want it all, I give you all I got now. I can't give back the time. No, I wish I knew it's on your mind. Could have done right, I'm a rumbling soul. Sleeping outside, keep on keeping on. It's hard to pretend, grasping at straws, can't seem to change my way. Still it hurts to see your face. Ooh. If you want it all, I give you all I could. I wish I could give back. I can't give back to time. No, I wish I knew what's on your mind. So maybe it's you, or maybe these drugs have been. I can't give back the time. I know I wish I knew it's on your mind. Dankeschön. Okay, nice. Ja. Lass uns weitermachen, würde ich sagen. Ich würde sagen. Ja. So, dieser nächste Song heißt No Man's Land. Thank you.
I've been through all the lights in heaven. Now my mind is falling deeper than the night. 'Cause you taught me love and how to earn it, just to leave me full of bitterness inside. And you led so fast without a course that I really can't remember where we started anymore. And I'm falling into dust, got no word you left behind. Singing, why oh why, it's been the toughest winter of my life. And I never realized what it means to be alone. To blindly grip what you can carry. Don't you realize your pocket's very tight? Now there's nothing left for you to bury. Still you're ruling by your absence every night. 'Cause you hurt me deep into the sea, just to let me down in no man's land. Cry out your relief. And I'm falling into dust, got the word you left behind. I'm singing, my oh my, it's been the toughest winter of my life. And I never realized what it means to be alone. I'm singing, my oh my, it's been the toughest winter of my life. Of my life. And I went through all was said and done. I can't believe you ever shed a tear. 'Cause I've seen you laughing, having fun. Oh, we were already disappeared. And I'm falling into dust, got the word you left behind. I'm singing, my oh my, it's been the toughest winter of my life. And I never realized what it means to be alone. Singing, my oh my, it's been the toughest winter of my life. Of my life. Kommt auf die Situation, kommt auf die Person an, die Lieder schreibt. Also, das variiert. Ja, ja. Ja. Also, ja, also das letzte, also No Man's Land, ist schon ein also Liebeslied im Sinne von, ja, so ne, Herz zerbrechen und die Trennung und alles. Also sehr klassisch. Danke. Ja. Ja. Aber im Allgemeinen, ja, also es sind halt viele Themen und die einfach halt auch, würde ich sagen, das Leben als sich irgendwie betreffen. Also jetzt nicht unbedingt in Bezug zu einer Beziehung. Oder? Ja, also es kommt darauf an. Also es kommt auf jeden Fall darauf an, wie in welchem Gemütszustand man ist. Also ihr setzt euch nicht hin und macht einen Song rein? Nee, ist mir noch wirklich noch nie passiert. Ja, oder einfach das Handy, um es aufzunehmen. Ja. Ist normalerweise, also ich weiß nicht, persönlich für mich ist immer auch, bleibt es einfach im Kopf. Man hat dann Ideen, man hat ja Sachen, die im Kopf bleiben und genau, und die bleiben einfach da. Und dann hat man stimmt. Das.
Ja, also Deutsch. Kein Italienisch. Genau, also ich weiß nicht, wir hatten vorher darüber gesprochen, aber also ich persönlich habe noch nie auf Italienisch geschrieben. Ich weiß nicht. Ich habe als, ja, als Teenager, als ich irgendwie angefangen habe zu schreiben, natürlich auf Italienisch. Nee, es ist auch die schönste Sprache. Neben Deutsch natürlich. Ja. Ja. Ja, ja, wer weiß, irgendwann. Kann man immer. Ja, ja. Gerne. Ja. ja, absolut. Ich habe auch, also ich verkaufe auch meine Songs, wenn jemand will. Ja, wenn jemand braucht, dann gerne. Ja, aber das ist auch ehrlich. Also stell mal vor, du verkaufst jetzt einen Song an, keine Ahnung, an einen bekannten Musiker oder an einen Dealer, der es dann nur weiterverkauft. Ja. Ja, das stimmt, aber man muss auch bedenken, wenn, also Bob Dylan hat zum Beispiel so angefangen, er hat Songs verkauft, also er hat seine eigenen Songs geschrieben und dann an andere Musiker verkauft, aber der hatte ja so viele Songs in sich, dass genau, das viele Songs am Ende, ja, ja. Aber was du auch machen kannst, den Vertrag ist natürlich entscheidend. Ja, man kann dann Royalties und so bekommen, ja, genau. Ja. Solange man so ein bisschen bekommt. Ich meine auch, wenn man ein so geniales Lied schreibt, dass das irgendwie dann irgendwie weltberühmt wird, dann hat man auch irgendwie ein Gefühl wahrscheinlich dafür und dann würde man das halt dann doch nicht verkaufen, oder? Oder nur sehr viel dafür. Danke. Dass das jetzt noch nicht passiert ist, kann viele Gründe haben. Nee, es steht auch im Moment da nicht so. Es ist wirklich sehr, sehr. Ja. Sollen wir weitermachen? Ja. Ein bisschen. Bisschen mehr Rock'n'Roll. Okay. Was steht an? Was? Ja, dieser nächste ist ein bisschen movimentierter sozusagen, heißt Reach Above the Sky. Is everywhere, kaleidoscopic eyes, and I can't distinguish happiness from lies. Reach above the sky, let me fly through your mind. I reach above the sky, let me open up your eyes. More is gonna learn what I say, it must be right. I'm falling through your mind, and I'm holding on, I'm holding on. Lemon drops are falling down through supersonic skies. Now we'll break the sound that reach the mountain high. Reach above the sea, see you on the other side. Wasting all your time, cause I'm racing to the top until I die. Reach above the sky, let me fly through your mind. I reach above the sky, let me open up your eyes. Always gonna win, what I say must be right. I'm falling through your mind and I'm holding on, I'm holding on. Let me fly through your mind.
I reach above the sky, let me open up your eyes. I'm always gonna win when I say, must be right. I'm falling through your mind, but I'm holding on alive. Holding on to life, let me fly through your mind. I reach above the sky, let me open up your eyes. I'm always gonna win what I say, must be right. I'm falling through your mind, and I'm holding on alive. Holding on to life. Nee, nee, das ist schon. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, wir arbeiten dran. Ja, kennen wir. Ich will das jetzt in nächster Zeit verstärken. Das wird dann mehr der Fokus sein. Weil ich habe ja schon die 100. Aufzeichnung gemacht. Ihr seid jetzt die 101. Aufzeichnung. Ah, nice. Ja. Das ist schon eine ziemliche Kombination. Wow, okay, das ist echt. Die da ist und ich frage die dann ab und zu, ob sie Lust haben. Manchmal sind sie unentschieden, dann haben sie noch keine Idee, wissen wir nicht genau. Dann muss man es einfach ruhen lassen, dann kommt sie irgendwann vielleicht wieder. Mhm. Nur, dass sie das wissen. Ja, okay. Gold Watch, glaube ich. Watch. Golden Watch. Ja, das ist wirklich. Ja. Das ist alles im Endeffekt. Ja, absolut. Nice. Das ist so das, was ich hier noch mache. Ja, ne, wir haben also, ich habe ein bisschen. Ja, wir waren ja schon mal hier damals, wir haben schon mal übersprochen und ich kann mich noch. Klar. Ist geil. Aber nee, ist genial. Also ich finde es mega schön. Ich finde wirklich die ganze Idee dahinter und also die junge, oder nicht nur junge, aber einfach unbekannte Künstler zu ja, fördern. Also wenn mir Ed Sheeran mal spielen will, dann wird er hier spielen. Absolut, ja. Wird vielleicht schwierig, aber das geht macht er wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also ich habe die Band Light in Babylon im Heimathafen auftreten lassen. Ja. Der ist ein größerer
sondern es war. Das ist auch interessant, ja. Ja, wir sind auch sehr, sehr, sehr froh darüber. Also wie gesagt, mit der ganzen dieser ganzen Corona-Geschichte, was jetzt so in den letzten Monaten war, wir haben auch relativ wenig gemacht selbst und es war echt schön auch einfach mal wieder zu spielen. Das erste Mal, dass wir seit Monaten nach dieser ganzen Geschichte irgendwie gespielt haben. Jetzt dass nicht. Jetzt wir haben auch viel Material. Ja. Und ich will auch mal so Festivals veranstalten. Habe ich übrigens schon gemacht. Es gab ein Wasserfest in Weißensee in der Wuhleide. Also ein Wasserfest direkt am Wasser. Und da hatten wir eine Bühne, die von anderen bezahlt wurde. Und da haben wir Musiker auftreten lassen, die hier auch gespielt haben. Das Publikum war natürlich schwierig, weil die mehr so Techno gewöhnt waren. Festivals, vielleicht auch in der Halle, also im Winter zum Beispiel, in einer Location, die geeignet ist. Ja, wow. Das ist mega. Da kommt noch ein Ja. Wir sind gespannt und freuen uns drauf. Was hatten wir noch im Repertoire? Wir hatten so eine Cover vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das. Cover von. Aber wir können das gerne so machen für den Livestream und dann. Ja. Cover ist von Kasabian. Ja, können wir machen? Okay, wir machen die Cover und dann. Also das wird eh nicht dann nicht. Der nächste Song heißt Underdog von Kasabian. Das ist eine. Hey, hallo. Ah, ja, klar, ja. Ich glaube, der kommt ein bisschen runter, ja. Ja. Okay. Was ist das? Kleine Mikrofon ein. Okay. Was ist das denn? Ja, es ist ein dynamischer Konvent. Naja. Hallo? Ja. Wie gesagt. Ein paar Imperfektionen auch. Die gehören dann ein bisschen auch dann zur Live irgendwie. Zur Live-Aufführung, ne? Wenn man so ein bisschen Imperfektionen hört. Ja, macht sich das auch. Natürlich nicht zu viel, aber passen auf. Der nächste Song heißt Underdog von Kasabian.
myself right on this train. 'Cause I'm the underdog, live my life on a lullaby, keep myself riding on this train, keep myself riding on this train. Love it, Technicolor sprayed on the walls. I've been pounding at the pavement, dude, it's nothing at all. I got my Logan dagger in a barroom brawl. See the local love fighter, love's a winner to fall. Feels like I'm lost in a moment. I'm always losing to him. Can't get away from a moment. Seems like it's time to be. Got the money and the power, I won't blow you away. I can't say for the people, they don't matter at all. I'll be waiting in the shadow for the day that you fall. Feels like I'm lost in a moment. I'm always losing to him. Can't get away from the romance. Seems like it's time to begin. Kill me if you dare. Put my head up everywhere. Keep myself right on this train. 'Cause I'm the underdog. Live my life on a lullaby. Keep myself right on this train. 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 Danke sehr. Das war Kasabian, eine der ersten Bands, glaube ich, so Rock-Bands, in die wir so eingetaucht sind als Teenagers. Ja, ja. Ja, die waren ja so eher Anfang der 2000, also 2005 oder so, 2005, 2006. Ja, die, ja. Big. Und ja, das war so ungefähr der Zeitpunkt, an dem wir dann in die Musik reingekommen sind. Genau. Ja. Und ja. Ja. Danke, ja. Ja, also das wünschen sich dann alle natürlich, ja. Aber ja. Ist ja auch. Ja. Bei mir, wir haben immer auch bei gesagt, mir ist immer was anders, wenn ich morgens aufstehe. Ja. Das ist wahrscheinlich nur die Frisur. Ja. Wir haben ja gar kein Telefon. Ah, ne. Ja, ja. Hoffentlich. Ja.
Aber was ich sagen wollte, ja, wir haben auch immer irgendwie gesagt, im Endeffekt, es wird ja auch reichen, einfach davon leben zu können. Und ne, man muss ja nicht unbedingt, weil es ist auch, glaube ich, mit ein bisschen Stress verbunden, wenn man so richtig, richtig berühmt ist. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja, das ist schon extrem. Ja, also man ist schon bekannt, dass es gibt auch viele berühmte Musiker, die tatsächlich bankrott sind, obwohl sie wirklich mega berühmt geworden sind, aber weil das Record-Label oder was auch immer, die haben irgendwie, keine Ahnung, 95% von den genau wegkassiert. Und es ist ja, glaube ich, auch extrem, Standard, weil man ist irgendwie, keine Ahnung, 18, 19, und manche sind auch 17 und unerfahren und man sagt, okay, fuck it, ich mach's einfach, egal. Hm, ja, das stimmt. Also jemand, der ja, natürlich. Ja. Ja. Nee, da, absolut. Also, ja. Aber ja, da ist dann immer ein bisschen. Ja. Genau, wir machen alles. Mhm. Ja, natürlich. Ja, also das ist ja die Sache. Da hat man immer so ein bisschen Stress, dass man, wenn man es dann nicht, wenn man den Vertrag dann nicht einhält, und das ist ja auch oft passiert, also vielen Musikern passiert das auch, dass man den Vertrag dann nicht einhält, dann hat man eine Klage am Kopf und dann muss man irgendwie Leben lang mit dieser Klage leben, wenn man, ja, also genau, aber ja, es gibt natürlich Pros und Cons, also es gibt, genau, ja, Pros und Cons, also für das eine, wenn man schon einen Vertrag hat, dann machen die fast alles, aber die entscheiden dann auch viele Sachen, also künstlerischen Sachen auch. Ja, genau. Genau, ja, man hat auch viel. Genau. Ja. Man hat aber auch weniger Freiheit, oft, also künstlerische Freiheit, wenn man dann unterschreibt. Dann sagt, okay, ja, die Songs müssen so und so sein. Wir haben das letzte Wort. Und dann, ja, es ist eben so, dann macht man etwas und dann kommt es komplett anders raus, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das ist eben so. Dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch. Gibt es dieses Sprichwort auf Deutsch? Also ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Committee designt wurde. Von wem? Das ist ein englisches Sprichwort. Wo man wird, na, egal. Ja. Ich kann immer schlecht Sprichwörter auf Deutsch übersetzen. Und wir vielleicht einen letzten Song dann noch machen, einen von uns, der eher so eher so sehr langsamer, so eine langsame Ballade ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich kann dann rollen. Gerne. Okay. Dann, ja. Wenn wir schließen mit Hold On. Ja. Hold on tight, hold on to your guns, just a matter of time. Oh, but I know that you mean tragedy to me.
sail out. Just another touch, just a matter of days. Oh, but I know that you're the one they call belief. Hold your fires on me, please. Get me out of my head. Play a game I like to call your name. You're weirded out. Make your heart believe, just a matter of time. Oh, but I know that we're not suffering for good. Tie a noose around my neck, just to lighten the mood. Color me your thoughts, I color you. Canvas black and vielen Dank, also vielen Dank. Hat uns sehr, sehr gefreut. Gerne. Sehr, sehr endlich. Gerne. Danke. Vielen, vielen Dank. Da waren wir wahrscheinlich immer ein bisschen. Ja, bisschen, ja, beides. Mhm. Ja, gerne. Wo? Da, das ist unsere. So. Hi. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Ja. Und mach's gut. Genau, also wir sind natürlich auf allen medialen. Wir sind zu Hause. Ja, wir sind halt auf Instagram, Facebook und YouTube. Wir haben auf. Ah, live. Live Basking. Ja, wir wollten diesen Sommer vielleicht ein bisschen basken. Wir wissen noch nicht genau wo. Vielleicht in Mitte. Was ich sehr schön finde, ist Käthe Kollwitz.